Hallo und herzlich willkommen zurück zur 17. Folge von The Evil Within. Wir befinden uns immer noch in diesem, ja, Keller oder so. Nachdem wir runtergefallen sind in diesem einen langen, hohen Loch da. Auch wenn er keinen Kopf mehr hat. Ja, und unsere beiden sind ja jetzt irgendwie abgehauen und ich habe keine Ahnung, wohin. Gibt's hier irgendwas? Alter. So, gucken wir mal kurz in die Kisten rein. Und natürlich Glibberzeug, wie er es auch immer hier hingetan hat. Oder meinte, Mensch, so ein Glasglibber braucht eine riesige, große Holzkiste. Naja. So. Joseph! Schrei doch nicht so laut. Du weißt doch gar nicht, wer dies. Ja, lecker. Ich habe gerade gedacht, ich habe da die Seele Augen. Ist ja lecker hier. Kidman, wo bist du? Joseph? Der ist ja lecker. Schmackofazier. Kommst du jetzt hier raus? Du hast auch keine Lust, irgendwie so einen Millimeter mal zu springen, damit du hier rauskommst. So. Nein. Geht's hier oben irgendwo hoch? Oh. Nehmen wir gerne mit. So, okay, jetzt müssen wir irgendwie hier drüber und hier lang und Kontrollpunkt. Das sind ja meine Lieblingspunkte. Hallo. Kann ich mal ein bisschen meine Kamera wieder bewegen? Oh Gott. Kann man einfach mal die Tür hier aufmachen. Okay, hier geht's schon wieder runter. Na gut. Halt durch! Ja, toll. Jetzt kannst du nicht mehr anzünden, weil es lange gebraucht ist, um das Streichholz rauszunehmen. Ach so. Ja, auch schön. Und du so? Mach den Kopf zu. Nein, 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 nein. Zieh, 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 zieh. Na toll, der Vogel hält da auch nicht aus. Ja, was denn? Du brauchst mal wieder eine kleine Heilung. Ich weiß gar nicht, wie ich den Typen heilen kann. Alles klar. Nur ein paar Kratzer. Uns geht's gut. Spreche ich dem irgendwie gut zu oder streiche ich dem über den Kopf? Und so, oh, du Armer. Bald geht's dir wieder besser und dann geht's immer wieder gut. Vielleicht puste ich dem ein bisschen auf die Wunden. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den Typen heilen kann. Okay. Also wenn das da... Das was ist denn jetzt? Liest du was aus der Bibel vor? Was? Was? Joseph, erzähl lauter. Oh.
Ja, ja, alles klar. Wenn du nicht gekommen wärst. Dann wärst du ge... Egal. Ach, die Dialoge hier. Und jetzt darf ich mit dir reden? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Jo. War bis jetzt immer die beste Idee. Wenn sich jemand von der Gruppe trennt durch eine geschlossene Tür. Also bis jetzt im Spiel. Tschüss. Das Tor sieht aus wie so eine Waffel. Weiter jetzt. Hm? Ihr hättet's doch nicht so. Ihr konntet ja auch den ganzen Weg auf einmal hier runterrennen. Ach, da ist er ja. Gehen wir. Geh ruhig vor, ist kein Problem. Ich kann auf einmal noch nicht mehr sprinten. Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ja. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Noch eine dieser Türen. Das Spiel ist doch irgendwie durch. Hier sind auch wieder die komischen Hände. Ich bin echt mal gespannt, ob das hinterher alles aufgelöst wird. Oh gut. Aua. Hallo. Oh. Hallo. Na? Ja, sieht gemütlich aus. Sieht ungefähr aus wie bei mir im Zimmer. Hier habe ich mein Bett stehen und hier mein Rechner. Ja, und hier ist mein umgekipptes Bett. Wenn ich mal wieder einen Ausflug habe. So. Hochzeitseinladung. Detektiv Sebastian Castellano und Detektiv Major Hansen würden sich über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 um 12.30 Uhr in The Veranda Hotel in Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Okay. So, ist es schon wieder Spiegelzeit? Ja, gehen wir mal in den Spiegel. Sebastian? Haben Sie etwas vergessen? Ja, meinen Namen. Okay, hier hängen Sachen an der Ding und sie sieht aus, als ob es hier eine neue Zeitung gibt. Nur und so? Na gut. So, ich glaube, wir haben einen neuen Schlüssel. Ach, die Tür kann man nicht eintreten. Das ist ja doof. Ach stimmt, hier hängen ja die Kartenfragmente von Crimson City. Da habe ich ja doch schon so ein paar gefunden. Ich glaube, ich habe auch nicht alle gefunden. Gehe ich jetzt mal irgendwie ganz stark von aus. So, wir haben einen neuen Schlüssel. Wo investieren wir den denn mal? Wir nehmen erstmal die Muni mit. Und hier auch. Und wir investieren den Schlüssel in das Fach. Wow. Suppe. Was? 5000? Ja, das ist geil. Alles klar. Suppe macht die Leute vor. Du. Können wir hier die Tür eintreten? Nein. So, Suppe. Ab in die Suppenküche. 11.500 Punkte und dann würde ich schon mal sagen, wir nehmen, oh Gott. Mehr Schrot. Ja, die Schrot ist schon gar nicht mal so schlecht.
Schadensmultiplikator. 9000 kostet. Boah, was? Genauigkeit. 1500 nehmen wir mit. So, Magazinkapazität. Nee. Nachladefeuerrate. Schadensmultiplikator. Was haben wir denn hier? Davon hören wir auch mal den Crit. Und. Boah, nehmen wir denn alles? 8500. Die Spritzen besser wirken. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Für 5000. So. 3500 haben wir noch. Eine Granate mehr. 1000. Ich glaube, den Rest spare ich erstmal wieder. Gut. Achso, stimmt, da waren ja noch die Zettel. Da wollte ich doch gerade schnappen. Fernando, vermisst. Fernando Caprirera. Ein Psychiatriepatient, der aus der Beacon-Nervenklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Der Typ auf dem Bild kam mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht. Irgendwie erinnert er mich an jemanden. Naja. Keine Ahnung. Gemeindemitglied gefunden. Vermisstes Gemeindemitglied in Nervenklinik gefunden. Unfassbare Anschuldigungen. Gemeindemitglied Fernando Caprirera war 8 Jahre lang verschollen und wurde jetzt in der Beacon-Nervenklinik gefunden. Er behauptete, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen. So. Und die Uhr? Ja, immer noch 9:05. Du so? Nichts. Einmal kurz hier in die Zelle gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwas Tolles gibt. Nö. Hier gehen die Türen auch nicht auf. Na gut, geh mal hier durch. Tür auf. Das Ding rollt aber echt gut. War nicht gerade hier Joseph noch da? Ach nee, der wurde ja weggezogen. Da war ja wieder was. So. Okay, davon ist eine Falle. Gibt es hier irgendwas drin? Gibt es hier irgendwas drin? Quietschen darum. Hundertsuppe. Liegt da runter? Oh Gott. Ich komme gleich. Ich will mal kurz gucken, was hier ist. Geht die Leiter da unten weiter? Oder falle ich? Nee, da geht's, ne? Aha. Moment. Nein, geh da mal runter. War das eine Leiter, um da hinten wieder hochzukommen? Das war jetzt was?
Oh Gott. Nein, natürlich nicht. Zünd den doch an, was machst du denn? Also man sollte skillen können, dass man die Lottoscheine anzünden kann oder so. Das wäre von Vorteil. So. Spritzen. Eine Reserve maximal 3. Na toll. Na gut. Bleibt liegen, ne? Oh. Wer baut denn so einen Mist hier unten ein? Hallo, Geheimraum. Mit 300 Suppe. Toll, 11. Na toll. Wie ging das hier nochmal? Wie konnte man die Bombe nochmal entschärfen? Kältebolzen. Das ist ja schön. So, das war alles. Na gut, die Mechanik von den komischen Kisten da, ja, die kennt man ja jetzt auch. Da guckt man halt vorsichtig rein, aber wann ich genau... wann ich genau jetzt die Dinger dann aufhören muss mit dem Hochgehen, weiß ich auch nicht so wirklich. Irgendwas läuft da vorne doch rum. So, hier habe ich nichts übersehen, oder? Na gut, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und was uns da hinten alles noch um die Ecke erwarten wird, das sehen wir alles in der nächsten Folge von The Evil Within. Also bis zum nächsten Mal.